In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören» rede ich mit dem Fotograf, Gastronom und Winzer Silvan Müller über. Über den Umstand, dass man nur das gut kann, was man auch richtig gerne macht. «Gango hören». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören». Diesen Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass vis-à-vis von mir ein Gast sitzt, wieder mal live und vor Ort. Wer bist du? Hallo Nicolas, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Silvan Müller, ich bin Fotograf, Buchautor, in erster Linie von kulinarischen Büchern, Teilzeitwinzer mit Reben in Katalonien und bald im Tessin und inzwischen... Es fällt mir immer noch ein bisschen schwer, über die Lippen, also inzwischen auch Gastronom und führe mit dem Mario Waldisbühl zusammen mit Jazzkantine in Luzern. Genau, von dort kenne ich dich auch. Ich weiss, erst mal gesehen habe ich dich, wo wir gerade bei Mario und bei der Mira in der Rösterei waren, das ist schon seit Jahren, und dort für sie den Imagefilm getragen haben. Genau. Und dann irgendwann bist du dort mal reingeplatzt und dann hat Mario gesagt, jetzt müssen wir schauen, der Silvan bringt Brot mit und du bist gerade voll am Brot ertüftelt, am Sauerteigbrot ertüftelt. Genau. Ich glaube, dort hast du gerade etwas angefangen mit dem. Ja, oder? Also nein, das ist, sagen wir so, das ist dann schon im ersten erfolgreicheren Stadium gewesen. Also weil ich hätte mich sonst nicht mit dem Brot aus dem Haus getraut. Ja. Die ersten Versuche sind kläglich gescheitert. Also ich denke, das ist gut nach eineinhalb Jahren gewesen, weil ich denke, das, was ich vorbeigebracht habe, hätte man können essen und das hätte man vor eineinhalb Jahren nicht können. Wie schmeckt das Sauerteigbrot, das man noch nicht essen kann? Schmeckt es erstaunlicherweise gleich recht gut. Das ist wirklich mehr Konsistenz, die Schwierigkeit ist. Also wenn man einmal ein Sauerteigbrot besteht, ein echtes Sauerteigbrot, das ich bei dir... Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen pragmatisch bin. Das ist besteht aus Wasser, aus Mehl, aus Salz und aus einer Sauerteig-Starterkultur, die man im besten Fall selber ansetzt. Mhm. Und dann fällt das ganze Prozedere an, wenn, was, wie lang und wie fest bewegen. Und die Handgriffe sind unglaublich delikat. Und dann kann es halt einfach sein, dass man durch ganz viele kleine Fehler, es gibt so viele Stolperfallen, halt einfach den Teig nicht zum richtig Gären bringt und somit auch wird er einfach nicht luftig genug. Da kommt man sehr, sehr flache Brot über, wo dann sehr hart und flach, aber schmeckt uns lustigerweise tatsächlich schon so, wie es sollte. Und das ist, glaube ich, das Gute, weil das gibt einem dann wieder Mut, dran zu bleiben. Mhm. Wenn es dann nicht einmal gut würde schmecken, würde man wahrscheinlich vorher aufhören probieren. Das glaube ich. Du bist ja dort noch ein bisschen vor dem ganzen Sauerteigbrot vor dem Hype gewesen, weil ich glaube, während der Corona-Zeit haben doch der eine oder die anderen noch daheim auch ein bisschen versucht, Sauerteigbrot. Genau. Also die wissen jetzt alle, von was du redest. Ich hoffe es. Also ich bin natürlich, ich finde es natürlich grossartig, je mehr Leute endlich begreifen, dass 99 von 100 Brot, die man kauft in einer Bäckerei, für nichts sind. Und meistens begreift man das halt am besten, wenn man selber mal eine gute Erfahrung gemacht hat mit Sauerteigbrot. Ich meine, das ist mehr als recht. Ich finde es ein grossartiges Lebensmittel, wenn es gut gemacht ist. Und die meisten Brote sind halt leider einfach nicht gut gemacht. Kaufst du auch mal ein Brot auswärts oder machst du all deine Brote selber? Es ist natürlich jetzt ein gemein, weil wir verkaufen durch die Jazzkantine unser eigenes Brot. Also, das heisst, und das mache ich ja nicht mehr selber jeden Tag. Das heisst, ich kaufe es eigentlich immer, aber immer meins. Das heisst, das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein. Aber ich habe tatsächlich... Wenn ich in Katalonien in der Ebene bin, dann kaufe ich Brot in der Bäckerei. Dort mache ich es nicht selber. Aber sonst, ich glaube, in Luzern habe ich schon Ewigkeiten kein Brot mehr gekauft. Dann erübrigt sich meine Frage nach deinem Bäckertipp in Luzern, außer der Jazzkantine. Es ist ja nicht alles schlecht. Also so ist es da schon nicht. Also ich finde zum Beispiel fast alles, was der Eigenbrötler macht und man am Markt kaufen kann, finde ich grossartig. Es ist nicht mein Brotstil, aber es ist wahnsinnig gutes Brot. Es ist wie, das ist ja schön beim Brot. Beim Brot, wie meisten eigentlich, gibt es ja nicht das Beste. Und beim Brot ist es sehr ausgeprägt. Es gibt ja, jeder hat seine Brotheimat. Das merkt man selbst schon in der Schweiz. Also, das hat auch viel mit den Getreiden zu tun. Also die Alpen stellen wirklich so einen Sauerteig-Roggengraben
Rocktar oder Roggenberg. Das heisst, alles, was südlich von der Alpen ist, ist todsicher Weizen. Und alles, was nördlich von der Alpen ist, geht tendenziell eher wieder Richtung Roggen. Es gibt Ausnahmen im Wallis zum Beispiel, wo ja, also jetzt der erste Roggenbrotteil eigentlich nördlich von den Alpen ist. Und kaum geht man aber ins Aostatal, ist schon wieder Weizen. Und, aber in einem Walliser muss ich natürlich mein Weizensauerteigbrot nicht als beste Brot der Welt verkaufen und umgekehrt. Umgekehrt auch. Und das ist ja schön. Also es hat jeder seine Brotheimat und ich verstehe das sehr, sehr gut, wenn jemand sagt, also ich habe das Brot vom eigenen Brödler lieber, als das, was ihr in der Jazzkantine macht. Das verstehe ich sehr gut. Es ist ein tolles Brot. Und es ist aber nicht meine Brotheimat. Es ist tatsächlich so, dass das Brot, das ich dort habe machen, entspricht einfach dem, was ich gefunden habe, das ist für mich das beste Brot. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich gerade dem Brot gewidmet hast? Ich habe grundsätzlich eine grosse Affinität für die sogenannten einfachen Lebensmittel. Ein guter Herdöpfel, ein schönes Brot, eine richtig gute Butter. Und dann ist es so passiert, dass ich mit meiner Frau an der Westküste der USA unterwegs war. Und sie haben einen Restaurant-Tipp bekommen von jemandem in San Francisco und sind dann in das Dorf gereist, ein bisschen nördlich. Und in diesem Restaurant haben sie ein unglaubliches Brot serviert. Und das war also wirklich einfach frappant. Also ich habe das Gefühl, ich habe in meinem Leben noch nie so ein Brot gegessen. Und habe dann gefragt, natürlich, wie wahrscheinlich jeder, der dort gekommen ist, was ist das für ein Brot? Ich habe gesagt, ja, sie haben einen jungen Bäcker da im Dorf und der möchte das für sie. Und dann fand ich, oh, wow, super. Und zwei Jahre später sind wir wieder dort in der Umgebung und ich habe unbedingt wieder dort hinwählen. Das war 2009. Genau. Und dann ist das Brot immer noch gut gewesen, aber nicht mehr so gut. Und ich habe wahrscheinlich wieder wie jeder, der dort kommt, gefragt, was ist mit eurem Brot passiert? Los? Was ist ja passiert? Und ich habe gesagt, ja, Bäcker genau, nicht gut. Genau, dem Bäcker, dem Chad Robertson, ist es immer noch gut gegangen, aber ihn hat es nach San Francisco verschlagen und hat dort seine Bäckerei aufgemacht. Und dann sind wir dem nachgereist. Und das ist also so, wenn man dort ankommt, dann kann man nicht einfach in die Bäckerei das Brot kaufen. Erstens, weil es erst ab dem Nachmittag um 4 Uhr gibt. Und wenn man es nicht vorreserviert hat, dann kommt man sowieso keins über. Und die, auch selbst die, die vorreserviert haben, stehen dann irgendwie um den Block an, damit sie es abholen können. Und das haben wir dann mal einmal gemacht. Und das ist einfach ein Wahnsinnsbrot. Es ist auch eine wunderschöne Bäckerei, ein gleichzeitiges Restaurant. Und er hat ein Buch ausgegeben. Und ich habe das mitgenommen. Und mit dem habe ich versucht, anfangen zu backen. Und mit dem bin ich gescheitert. Und als ich herausgefunden habe, wieso es nicht geht, konnte ich dann meinen Verleger davon überzeugen, das auf Deutsch zu übersetzen, weil ich ja gewusst habe, wo der Haken liegt. Und bin dann so in Kontakt dann auch das erste Mal gekommen mit dem Chad Robertson und im Austausch mit dem hat es dann die Übersetzung gegeben von dem Brotbuch. Und das war eigentlich meine Initiation gewesen in die Brotgeschichte. Die Übersetzung, sprich die Arbeit, ich habe... Meine Aufgabe war eigentlich, die Mehl sozusagen zu übersetzen. Die amerikanischen Weizenmehl sind nicht vergleichbar mit denen, die es bei uns gibt. Und, inwiefern nicht? Sie haben höher Proteingehalt. Es wird auf verschiedenen Orten auch ein bisschen anders gemahlen. Und dann ist die Schwierigkeit, dass die Übersetzung ins Deutsche eben bedeutet, dass man für 3 Länder übersetzt, mit 3 unterschiedlichen Mehlkulturen. Die Österreicher haben eine komplett andere Mehlkultur wie wir. Und die Deutschen auch. Die Deutschen sind uns ein bisschen näher. Die Bezeichnungen sind ganz anders, aber sie sind uns ein bisschen näher. Und dann habe ich meine Aufgabe ist jetzt nicht die sprachliche Übersetzung gewesen, sondern die fachliche. Also ich habe probiert herauszufinden, wie... Mit welchem Mal müsstest du das genau, in Deutschland also wie kann machen? Ich jetzt das vereinfachen, das Buch, dass es eben auf Deutsch funktioniert. Und das ist natürlich mir gelungen, weil ich es selber ja haben müssen. Also ich habe 1,5 Jahre an dem herumgeprügelt und habe natürlich in dieser Arbeit mit dem Buch noch einmal mit dem noch etwas mehr auf den Schlicht gegangen. Also ich habe etwa 120 Mehl ausprobiert, um zu schauen, wo liegt der Fallstrick. Und das war so meine Einführung ins Brot. Aber es hat natürlich schon damit zu tun, dass wenn man mal so etwas gegessen hat, wo man sagt, das möchte ich immer können haben und man hat plötzlich so wie eine Anleitung in der Hand, wo einem die Möglichkeit wird geben,
Meine Frau hat immer, ich bin nicht sehr geduldiger Mensch eigentlich. Mhm. Und sie hat sich recht lustig gemacht über mich, weil ich plötzlich Geduld gehabt, bis es funktioniert hat. Aber das Brot ist mir tatsächlich einfach so wichtig gewesen. Schön. Jetzt haben wir da den Anfang ein bisschen ausgeweitet. Ich glaube, wir übergumpelt die Kategorie, was du schaust, und gehen gerade direkt in deine Tätigkeit, was du machst. Also, du hast am Anfang schon erzählt, eben Fotograf, Winzer, Gastronom, Autor. Ja, ich habe gewisse Bücher auch schon geschrieben. Mhm. Ja. Dass man sich ein bisschen ein Bild kann machen von dir. Wie könnte man schon mal von dir gehört haben oder was könnte ich daheim in meinem Regal haben, wo du involviert gewesen bist? Also, etwas, was wenig Leute wissen, aber wahrscheinlich am ehesten schon in Kontakt treten sind mit mir. Ich habe jahrelang für Betty Bossi auch Bücher fotografiert. Oh. Also die Chance, dass du ein Buch von mir daheim hast, ist grösser, als du denkst. oder bei deiner Mami oder wo auch immer. Aber sonst wahrscheinlich noch am ehesten über eine Buchreihe, die geheiss hat «Das kulinarische Erbe der Alpen», wo ich mit dem Dominik Flammer zwischen 2011 und 2014 realisiert habe. Das waren 3 Bände. Und der Herbst kommt der 4. Band raus. Und es ist übrigens tatsächlich so, dass ich das Buch gekannt habe, bevor ich dein Gesicht mit dem Namen habe in Verbindung setzen. Und wie sieht dein beruflicher Alltag denn im Moment aus? Was machst du und wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Ich verdiene meinen Lebensunterhalt nach wie vor fast in erster Linie mit Fotografie, aber viel auch über Ausstellungen, die ich mache. Das ist tatsächlich auch zu einer Einnahmequelle geworden. Selbstverständlich verdiene ich nicht mein ganze Geld aus der Fotografie mit der Bucharbeit. Bucharbeit ist jetzt nicht etwas, das wahnsinnig lukrativ ist. Beim kulinarischen Erbe der Alpen ist es aber wirklich so gewesen, dass wir an dem anständig Geld verdient haben. Aber das ist, auf das kann man nicht zählen. Es gibt viele Bücher, wo man fast nichts daran verdient. Aber ich arbeite auch noch wenig, aber ich arbeite noch kommerziell. Wird von einer ganz tollen Frau vertreten, wo mich und meine Arbeit sozusagen weiterverkauft an kommerzielle Kunden. Mhm. Aber das ist zwar, was die Einkünfte anbelangt, der grösste Teil, aber nicht, was den Aufwand anbelangt. Also ich bin nach wie vor, ich bin am meisten beschäftigt im Moment ganz bestimmt mit der Jazzkantine. Und dann kommt dann irgendeine Fotografie oder zuerst sicher Bucharbeiten, wo ich dran bin. Das ist etwas, was mich auch sehr einnimmt. Und da kommt wahrscheinlich noch vor der kommerziellen Fotografie, wo ich das Geld damit verdiene, kommen die Reben dran. Mhm. Das ist dann etwa der nächste Schritt, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Und am wenigsten einbringt. Eigentlich nicht. Also einfach wie? Wie, natürlich. Ja. Ja, gehen wir doch die einzelnen Punkte schnell durch. Für jemanden, der Jazzkantine das als erstes nicht kennt, es klingt ja, wenn ich das jetzt einfach so höre, nach einem Musiklokal. Ist es in seinem Ursprung auch? Mhm. Ist es auch nach wie vor? Es ist nicht mehr der Hauptschwerpunkt, seit dass der Mario Waldisbühl und ich übernommen haben vor 2,5 Jahren. Das hat natürlich aber auch mit dem zu tun, wo wir herkommen. Der Mario ist, es klingt immer so blöd, man sagt ehemaliger Spitzenkoch. Er ist immer noch Spitzenkoch, aber er ist ehemals. Jetzt hat er halt die Punkte, genau, gell? Er ist ehemals dekorierter, ja. Spitzenkoch. Und ich mit meinem Produktehintergrund aus den Büchern, die ich gemacht habe, wo ich jahrelang eben unterwegs war und Produzenten und Produkte kennengelernt habe, ist klar gewesen, dass nach der Anfrage, die Mari kam, ob wir das würden übernehmen kurzfristig, dass die Ausrichtung ganz bestimmt eine andere wird sein, die besser einfach zu uns passt. Das heisst, wir haben Schwerpunkt auch gelegt auf die Kulinarik. Es ist ein Restaurant, wo am Morgen, auf das legen wir viel Wert. Wir bezeichnen uns als Beiz, das ist uns wirklich wichtig. Wir machen am Morgen auf, es gibt uns Kaffee, es gibt es zum Mittag. Es ist die ganz Nachmittag offen. Das ist, ein Beiz hat offen zu sein. Mhm. Die macht keine Zimmerstunde, die ist offen. Auch wenn dann wenig Leute kommen, aber es braucht Ort, wo immer offen ist. Mhm. Am Abend gibt es Nacht, es gibt bei uns jeden Abend 5 Gänge. Ich kann selbstverständlich auch weniger davon essen, aber
dort ist der kulinarische Anspruch dann ein bisschen höher. Dann ist das Thema Wein sicher ein grosses geworden. Das hat auch mit meiner Beschäftigung zu tun, natürlich. Und was man eben auch kann, es gibt bei uns Brot. Und das Brot gibt es nicht nur zum Essen im Restaurant, sondern auch zum Kaufen. Wir haben ein Regal in den Beiz und unsere Gäste können etwas mitnehmen. Wir haben aber sehr viele Leute tatsächlich, also wir haben eine Frau, die kommt von Altdorf jeden Samstag mit dem Zug zu uns ein Brot kaufen. Mhm. Dann haben wir nach wie vor den Saal unten und dort gibt es Veranstaltungen. Inzwischen nicht mehr nur noch Musik. Und, was denn noch? Spoken Word ist ein Thema, das jetzt immer stärker zu suchen. Wir machen auch kulinarische Veranstaltungen. Oder wir machen eben so gemischte Veranstaltungen, die jetzt dann immer wichtiger werden. Das ist so aus die, auch eine Folge halt von Corona, wo wir uns müssen überlegen, was machen wir, wenn wir eben im Saal nur noch 40 Leute setzen können. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir einfach Dinnerkonzert, sprich, steht auf der Bühne ein Tisch und im Gastraum sind Tisch und dort sind Gäste und die Band oder die Musikerin, der Musiker hat auf der Bühne auch einen Tisch und man isst gemeinsam. Und wenn man einen Gang gegessen hat, dann spielt die Band oder die Musikerin wieder. Und die Gäste kommen in den Genuss von dem und dann kommt der nächste Gang. Mhm. Wir versuchen jetzt so Mischformen aus. Und genau, da haben wir natürlich auch sehr viele Privatveranstaltungen. Es ist eigentlich auch ein Club, also es gibt auch Clubveranstaltungen. Mhm. Genau. Beides klingt ja ein bisschen nach Schnippel jetzt wahrscheinlich. Und, wenn das gut ist, ist ja das nicht schlimm. Nein, natürlich nicht. Aber meine Frage sieht natürlich darauf aus, was erwartet mich denn kulinarisch, wenn ich bei euch gehe zu Nacht essen. Fünf Gänge klingt ja aber ein bisschen nach mehr. Wir haben einen sehr hohen Produktanspruch. Ich kann mir das natürlich mit meiner Vorgeschichte nicht anders leisten und will das selbstverständlich. Mhm. Selbstverständlich auch nicht. Wir kennen wirklich alle unsere Produzenten persönlich. Die sind die allermeisten in nächster Nähe. Unser Gemüse beziehen wir vom Sebi und von der Christina vom Gemüse Mottli, vom Kastanienbaum. Sie bestimmen eigentlich auch unser Menü. Das, was sie haben, das gibt es. Mhm. Wir bestellen nicht etwas, einfach weil wir Lust drauf haben, sondern wir bestellen das, was es gibt. Das bedeutet, dass wir durch das zwangsläufig saisonal sind. Wir haben, wie wir arbeiten, wegen der Mengen eigentlich nur Herdöpfel von Marcel Heinrich von Filisur. Das sind meines Erachtens die grossartigsten Herdöpfel in der Schweiz. Wir haben Fleisch vom Ulihof, fast ausschließlich. Manchmal noch ein Geiss vom Toni Odermatt. Wurst tut der Patrick Marxer für uns. Also wir wissen wirklich, wer was macht. Und für uns ist das nicht einfach nur so eine modische Entschuldigung. Und weil das jetzt halt alle machen und ein bisschen regional und ein bisschen nachhaltig und so, sondern weil wir der festen Überzeugung sind, dass es nur so schmeckt. Mhm. Weil da, wenn wir die guten Produzenten, Produkte von den guten Produzenten zum richtigen Zeitpunkt gut verarbeiten, dann kann ich fast nicht mehr falsch laufen. Wir haben natürlich eine total tolle Küchencrew, die mit dem auch umgehen kann, die dann auch dementsprechend schnell muss können reagieren muss. Unser Menü wechselt manchmal täglich. Es gibt sogar Übungen, wo das Menü innerhalb des Abends wechselt, weil ein Produkt fertig ist und dann kommt halt das nächste. Mhm. Das ist bei euch so, oder? Ja, bei euch gibt es einfach etwas, also ein Menü. Also ich nehme an, es gibt auch eine Veggie-Variante. Absolut. Oder? Also wir reden auch immer von, wir versuchen das Wort Veggie wenig zu brauchen, weil es halt einfach irgendwie so nach einer nötigen Alternative tönt. Mhm. Aber wir sagen dann, das sind unsere Gemüsevarianten. Mhm. Weil wir wahnsinnig Freude haben an dem Gemüse, das wir verarbeiten. Also, ja, ich esse Fleisch, aber wenn ich in der Jazzkantine zu Mittag esse, esse ich nie Fleisch. Mhm. Obwohl ich weiss, was für grossartige Produkte wir auch dort hätten, aber ich finde einfach die Gemüse wahnsinnig. Mhm. Und natürlich gibt es im Fünfgang-Menü gibt es auch alles ohne Fleisch, selbstverständlich. Mhm. Das ist nicht einmal... Auch das ist im Umstand geschuldet, dass wir Freude daran haben. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir machen das nicht aus irgendeinem Grund, das Gefühl hat, der Gast will jetzt das um jeden Preis, sondern wir machen das, weil wir es um jeden Preis wollen. Mhm.
Wie ist denn das logistisch? Also wenn ihr jetzt euch vorbereitet auf so eine Abend und dann kommt aber eine 20-köpfige Gruppe rein. Ja, gut, das ist wahrscheinlich sowieso ein bisschen viel. Aber es kommt eine grössere Gruppe, die sagt, wir nehmen alle nur Gemüsevarianten und dann, ja, oder dann geht das grundsätzlich immer ein bisschen auf. Es geht eigentlich immer ein bisschen auf. Aber uns sind natürlich schon gewisse Grenzen gesetzt. Mhm. Wir haben das Glück, und das klingt ein bisschen komisch, aber für mich ist es nach wie vor das Glück, wir haben das Glück, dass wir nicht an einer Passantenlage sind. Mhm. Also wir haben eigentlich immer noch wenig Walk-ins, die per Zufall dort durchlaufen. Mhm. Es gibt es immer mehr. Jetzt gerade den Sommer, wo wir viele Schweizer Touristen hatten, hat es das gegeben. Und das ist ja total schön. Aber wir haben schon in erster Linie inzwischen Leute, die wissen, wieso sie zu uns kommen. Mhm. Die unsere Arbeit schätzen und die mit dem können umgehen können, dass es einfach nicht eine riesige Auswahl gibt, sondern man sitzt ab und isst. Mhm. Wenn du sagst, du dich als Gastronom bezeichnest und eben mit Mario zusammen die Jazz-Kantine leitest oder führst, was ist denn die Aufgabe genau dort? Was machst du in der Küche? Nein, ich bin nicht in der Küche. Ich darf in der Küche probieren. Das schätze ich immer sehr, wenn man meinem Geschmack vertraut. Mhm. Und natürlich bin ich zuständig, manchmal nicht immer, aber ich bin sehr oft zuständig auch für das Auftreiben von gewissen Produkten, weil ich die Kontakte habe. Mhm. Das verselbstständigt sich natürlich. Also inzwischen braucht es mich dort eigentlich fast nicht. Manchmal immer wieder Anlässe, wo es ein bisschen mehr braucht für das. Und natürlich bin ich ein Bindeglied zwischen der Küche und dem Produzenten sehr oft. Aber hauptsächlich arbeite ich im Service. Tatsächlich. Mhm. Donnerstag, Freitag, Samstag, in der Regel am Abend. Und das hat auch natürlich den Grund, ich hatte das eigentlich am Anfang nicht vor. Ich hatte das Gefühl, ja, ich gehe mal am Anfang ein bisschen schauen und bin ein bisschen dabei und so. Und damit ich die Abläufe sehe und ob das, was wir vorhaben, ob das überhaupt funktioniert und wo die Stolpersteine sind und. Und dann habe ich das so angefangen und einfach, weil ich das ja gar nicht können, wahnsinnig viel müssen lernen und kaum habe ich es ein bisschen können, hat es schon langsam von Spass machen und inzwischen kann ich es ein bisschen. Mhm. Und muss aber immer noch viel lernen, darum muss ich immer noch dort sein. Also ich kann gar nicht gehen, bevor ich es fertig gelernt habe. Ist das ein Ziel zu gehen? Nein, aber ja, was heisst nein? Nein, ich bin jemand, der gerne verändert. Mhm. Aber ich bin auch jemand, der es gerne lernt. Mhm. Und ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo mir das beibringen. Mhm. Und das ist ein Geschenk und das nehme ich jetzt an. Und ich kann wieder erwarten, mache ich die Arbeit wirklich gerne. Mhm. Genau, und dann mache ich noch den Wein. Also ich bin verantwortlich für die Weinkarte. Wir haben eine relativ grosse Weinkarte. Es gibt Leute, die sagen, wir haben eine relativ spezielle Weinkarte. Wieso das? Ich bin aber gar kein Weinkönner. Du kannst mir jetzt etwas erzählen. Das ist auch ein kleines System. Du musst dir vorstellen, wir haben ja auch bei uns im Service arbeiten ja auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wie ich keine Profis sind, aber viel professioneller arbeiten wie ich, weil sie es einfach schon ein bisschen länger machen. Und dort ist jetzt die Kenntnis, was den Wein anbelangt, bei gewissen ein bisschen grösser, bei anderen ein bisschen weniger gross. Und durch das ist unsere Karte ein bisschen speziell aufgebaut. Das heisst, es hat in der Karte, es gibt recht zu tun, die zu lesen. Mhm. Weil bei jedem Wein hat es einen kleinen Text. Mit dem Text schütze ich natürlich auch ein bisschen meine Mitarbeiterinnen. Weil im Gast wird schon etwas erzählt. Dann haben wir wahnsinnig viel offen Wein. Also wir versuchen eigentlich alles immer aufzutun, wenn es irgendwie geht. Klar gibt es pro Abend vielleicht 8 bis 10 Maximum Sachen, die offen sind. Aber wenn jetzt explizit jemand etwas unbedingt offen möchte haben, dann kann man mit uns über das reden. Mhm. Und wir sind, was Luzern anbelangt, wahrscheinlich, wir deklarieren das nicht, weil es noch gewisse Hemmschwellen gibt. Aber wir sind wahrscheinlich, was Naturwein anbelangt, eher einer von den Orten, wo es am meisten Auswahl gibt. Mhm. Und das gibt sogar international inzwischen tatsächlich Gäste, weil wir sind da noch immer in einer App vermerkt, haben wir jetzt herausgefunden. Und wir haben gerade am Samstag ein Bärli von New York gehabt, wo zu uns ist, reintrinken, wie sie das gewusst haben. Wir sind das bei euch guten Weitering? Ja, dass wir bei uns, und dass es bei uns eine recht grosse Auswahl an spannender Naturwein gibt, zum Beispiel. Das ist, das ist das, was uns ein bisschen auszeichnet. Mhm. Und eben auch, dass wir nicht
scheuchen, auch Flaschen aufzutun, die sonst nicht aufgetan werden. Weil sie vielleicht zu teuer sind. Die Offenwein hat ja immer noch so ein bisschen Stigma an vielen Orten, dass er in erster Linie günstig sein muss. Mhm. Und dass er für alle muss funktionieren muss. Also das müssen so No-Brainer sein, die du aufzutun kannst. Und eigentlich haben die alle gerne. Und das ist jetzt nicht so unsere Idee. Wir finden, der Offenwein muss mit der gleichen Konsequenz geführt werden wie die Flaschenwein. Mhm. Und darum gibt es die Unterscheidung bei uns eigentlich gar nicht. Also theoretisch kann jeder Wein, der bei uns auf der Weinkarte als Flaschenwein drauf ist, auch zum Offenwein werden. Das ist auch etwas, das genauso schnell wechselt wie das Menü beim Essen. Genau, also wir sind sowieso sehr flexible Bites. Ja, wir sind halt klein genug, wir können uns das leisten. Mhm. Du hast am Anfang mal noch gesagt, dass die Jazzkantine sind eingestiegen, aber eigentlich mit der Idee, dass das nicht ewig werden machen. Das war eine Übergangslösung. Genau, das war auch der Grund, wieso wir das gewagt haben zusammen. Also vor allem für mich. Der Mario hat natürlich einen anderen gastronomischen Hintergrund und Erfahrung. Aber für mich war klar, ich habe jahrelang mit Gastronomen zu tun gehabt, für meine Arbeit als Fotograf. Und habe aus dem Grund eigentlich immer gesagt, wenn ich etwas nie mache, dann ist es ein Beiz. Weil ich gesehen habe, was das bedeutet. Ich habe grossen Respekt für die Arbeit und für die Leute, die Arbeit leisten. Und ich habe einfach auch gewisse Zwänge gesehen, die entstehen in solchen Betrieben, wo ich gemerkt habe, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Mhm. Also so wie eigentlich zum Beispiel Lust habe, nur noch ein Bio-Rohmilchbutter zu verarbeiten, aber dann gleich zu merken, hey, der Koch, ich muss auch gleich noch das und das Mödel. Und ich habe dann, wo der Mario auf mich zukam mit dem, haben wir wie zuerst müssen klären, was ist die Ausgangslage. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich mit dem Boot bin, hat das eine Konsequenz auf Produkte, die wir brauchen. Die müssen einen gewissen Standard erfüllen, weil sonst kann ich das nicht verantworten. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist uns entgegengekommen, dass eine Übergangslösung war. Man hat uns gesagt, wir suchen jemanden, der einfach mindestens bis die Hochschule für Jazz, Musikhochschulabteilung Jazz, die ist im ersten, zweiten und dritten Stock von dem Gebäude, bis die auszieht Richtung Südpol, brauchen wir einfach noch jemanden. Mhm. Und das sind knapp 2 Jahre. Habt ihr Lust, das zu machen? Wenn es nachher weitergeht, geht es weiter, das müsst ihr dann wissen, aber der Vertrag würde jetzt mal mit uns lauten bis dann und dann. Mhm. Das hat mir sehr gefallen, weil ich wie gewusst habe, das ist erstens, wir haben natürlich nicht mehr investieren, wir sind eingekommen und einfach können loslegen mit dem Material, wo man ist. Das Risiko war überschaubar gewesen, und es war eine Möglichkeit gewesen, das Experiment einzugehen. Mhm. Also geht das, was ich mir vorstelle, die Konsequenz in dem Produkt zum Beispiel, und macht das Spass? Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass das geht. Und dass es Spass macht. Und dass es jetzt auch schon ein bisschen länger geht, als das, was wir haben jetzt verlängert um weitere 5 Jahre. Also uns gibt es dort sicher noch bis 2025. Genau. Cool. Genau. Mega schön. Jetzt haben wir schon viel über den Wein geredet in der Jazzy. Du nimmst einfach noch Wasser. Genau, du, das mache ich. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Nächsten, wo du gesagt hast, wo viel Zeit beansprucht, nämlich das Winzeren, aber kein Geld. was machst du dort? Ich habe, bevor ich eine klassische Lehre gemacht habe als Fotograf, habe ich ein Jahr im Weinbau gearbeitet. Mit 16 war das. Und zwar im Désolé. Das ist ein damals sehr, heute nicht mehr so wahnsinnig renommiertes Weinanbaugebiet. Also unterkennt immer noch. Natürlich, aber es ist damals ist das wirklich der Schweiz so das der war am Genfersee zwischen Lausanne und Vevey. Habe ich geschafft ein Jahr lang. Und wie alt bist du gsi? 16, genau. Ist ja schon eher speziell, so mit 16 als Winzer geschafft. Das hat natürlich eine Vorgeschichte gehabt. Ich wollte eigentlich gar keine Lehre machen als Fotograf, weil ich habe vorher schon geschafft, eigentlich in Anführungszeichen als Fotograf. Ich habe fürs Theater geschafft, schon während der Kante als Fotograf. Und man hat mir dort ja auch nicht gelegt, entweder mehr in die Schule zu kommen oder mehr zu fotografieren, aber dann besser nicht mehr in die Schule zu kommen. Und ich habe mich dann entschieden, nicht mehr in die Schule zu gehen und habe das Gefühl gehabt, ja, ich bin ja schon Fotograf. Ich muss doch das nicht lernen, in meinem jugendlichen Wahnsinn. Und dann haben dann irgendwie meine Eltern gesagt, ja, Mensch, nicht, wäre vielleicht gleich noch lässig, so eine Lehre oder so. Und habe dann
eine Lehrstelle gesucht. Und weil mir die Schule so überdrüssig war, habe ich ganz explizit eine Stelle gesucht, die nicht im Sommer 89, wo ich die Drehkante aufgehört hat, angefangen hat, sondern erst im Sommer 90. Ich einfach wollte ein Jahr irgendetwas machen. Mhm. Und auch dort haben meine gesagt, ja, aber also, könntest du auch noch eine Sprache lernen? Mhm. Und dann hat es dazu mal so eine Organisation gegeben, wo man können, so wie Jobs suchen konnte. Okay. Und das ist dann so gelaufen. Und ich bin zuerst tatsächlich, ich wäre fast tatsächlich schon, dort hatte ich fast schon meinen ersten Kontakt mit der Gastronomie, respektive Hotellerie gehabt, weil zuerst ist das Hotel zur Diskussion gestanden, mhm. auch in der Westschweiz. Ich bin aber bei dem Winzer gelandet. Und habe in erster Linie 9 Monate lang mit dem Winzer gestritten. Wir sind uns nicht einig gewesen, bei nichts. Das war auch der einzige Weg, Französisch zu lernen, mhm. zu streiten. Mhm. Sonst bin ich nämlich allein in dem Weinberg, von morgen bis am Abend. Weil kaum ist nicht so viel Sprache gelernt. Nein, weil kaum ist es kalt gewesen, hat er natürlich Büroarbeit gehabt und ich war draußen am Arbeiten. Und habe dann aber 3 Jahre später, so mit so um die 20 herum, habe ich gefunden, irgendwie ist es schade, dass ich gar nicht weiss, was ich dort alles gemacht habe. Weil ich bin natürlich wie eine Hilfsarbeit. Mhm. Und habe von Werdenswil, dazumal noch eigentlich die Hauptausbildungsstätte für die Winzer in der Schweiz, habe ich mir die Schulbücher besorgt. Mit grossem Widerstand haben die mir die trotzdem irgendwann zugehört. Und ich habe diese Schulbücher dann innen gelesen, was ich gemacht habe in diesem Jahr. Und das war höchst spannend. Ich bin dann ins Wallis gefahren mit einem grossen blauen Kübel aus der Lande und habe mir den bei einer Kooperative füllen mit Pinotrauben bei Hause und habe in der Garage von meinen Eltern meinen ersten Wein gemacht. Mhm. So, um das Thema abzuschliessen von diesem Winzerjahr. Das hat mehr oder weniger funktioniert. Also es gibt Leute, die sagen, das hat nicht funktioniert. Du bist anderer Meinung. Nein, ich weiss schon, was nicht funktioniert. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Ich versuche es jetzt schön zu denken. Mhm. Nein, es ist okay. Aber es hat mich dann von dem Moment an weg auch nicht mehr losgelassen. Also das Thema Wein ist tatsächlich immer einfach ist da gewesen. Mhm. Und ich hatte dann auch über meine Arbeit als Fotograf immer auch wieder mit Wein und mit Winzer zu tun gehabt. Und mein älterer Bruder ist dann irgendwann auf ein Stück Land in Cadaqués, also in Katalonien, nahe der französischen Grenze, am Meer gestoßen und hat mich gefragt, ob ich mit ihm dort etwas mache. Und wir haben dann 2 Winter lang gerodet und dann Reben abgepflanzt. Mhm. Und haben jetzt dort seit 2016 einen kleinen Rebberg, wo wir alles selber bewirtschaftet. Und ich bin jetzt gerade von einer Woche zurückgekommen vom Lesen. Genau. Also auch der Wein von diesem Jahr ist bereits im Tank. Und du machst auch dort vieles selber? Oder hast praktisch alles selber, ja. Und ich habe vorher, es gibt eine kleine Website von diesem Projekt. Genau, hat auch einen Hintergrund, weil das finanziert mir die Arbeit. Ich habe einen ganz tollen Sponsor, der eigentlich in seinem Auftrag habe ich Patenschaften gemacht für gewisse Reben. Mhm. Und er hat die Patenreben sozusagen geschenkt in seinen besten Kunden. Und die haben jetzt bei ihm seine besten Kunden, haben statt ein Weihnachtsgeschenk, haben die eine Rebe bei mir. Und kommen jetzt jedes Jahr von mir ein Geschenk über. Ja, es kommt jetzt dann langsam mit diesen Flaschen wie, aber sie kommen das seit dem ersten Jahr etwas über. Es gibt immer etwas aus dem Rebberg. Mhm. Und sie kommen etwas über aus der Region, wo mir gefällt, das Produkt, das Lebensmittel, das ich dann suche. Und sie kommen das Büchel über. Also sie kommen nicht das über, was ich eigentlich nicht kann, also der Wein, sondern sie kommen das über, was ich kann. Kannst, ja. Nämlich ein Buch und eine Erzählung und eine Geschichte über die Kulinarik von dem Gebiet. Mhm. Und in dem Buch ist beschrieben, was jetzt in diesem Jahr gegangen ist auf dem Rebberg und wenn es wieder mal der Dachs die komplette Ernte wegfressen hat und das kommt dort drinnen vor. Und für die nicht auf das Büchlein warten können,
für die gibt es eben den Blog. Mhm. Die können das unter einem Jahr verfolgen. Eigentlich ist der Blog nur gemacht für die Leute, aber er ist öffentlich. Also man kann den gerne anschauen. Das ist nicht, genau, ich bin auch vorher noch kurz drei rumgestöber und dann ist mir eben die Episode mit dem Säugetier, wo irgendwie unter dem Zaun sich durchbudelt und einfach an die lustigen Trauben. Ja, das ist faszinierend, wie viele Trauben so eine Dachs, oder wir gehen jetzt mal davon aus, eine Dachsfamilie mag vertilgen innerhalb von kürzester Zeit. Das ist natürlich auch die Problematik von der Distanz, die wir haben zu dem Rennberg. Wir sind da, zumal das war vorletztes Jahr, genau, das Jahr vor Corona 19, sind wir Mitte Juli das letzte Mal gewesen, alles vorbereitet eigentlich für die Lesung und so. Wir haben den Zaun tatsächlich, also das ist es nicht. Und weil wir haben viel Wildzeug dort auch, also nur schon gegen die braucht es einen Zaun, einen sehr guten Zaun. Und sind dann Mitte, Ende August wieder gekommen zum Lesen und wir sind angekommen und es ist keine einzige Traube mehr dran. Wirklich Shit. Keine. Einfach nichts. Das ist natürlich eben, wir haben 16 Pflanzen, das ist jetzt nicht, das ist die Anfangsphase, man muss sich das so vorstellen, wir haben dort 1000 Stück und wenn mal alles in voll, also eine Vollernte, sagen wir in 3, 4, 5 Jahren, das wird um die 1200, 1300 Kilo sein, so. Das ist natürlich jetzt noch nicht. Also, das ist jetzt nicht, das ist vielleicht ein Zehntel gewesen dazu mal, aber immerhin. Also, der ja, das ist 100, ja immerhin die Arbeit. Kilo Trauben gegessen. Dem ist es wahrscheinlich nicht so gut gegangen, weil Dachsen vertragen wie die meisten Hunde ja eigentlich keine Trauben. Mhm. Die Trauben haben ein Enzym, das sie nicht damit umgehen können. Und in der Schweiz findet man also regelmässig tote Dachse in den Rebbergen. Mhm. Bei uns hätte er wahrscheinlich gerade nicht mehr sterben, weil es dann gleich zu wenig war. Sein Glück. Ja, sein Glück. Sein Glück. Er ist mir auch nie über den Weg gelaufen. Mhm. Sein Glück. Es gab dann eine Woche drauf in der Jazzkantine. Die kennen wir gar nicht. Wenn er schon Murmeltier verkocht, dann ist der Dachs nicht so weit. Ja, genau. Von dem her gesehen, nein, der hat uns geärgert, hat uns dann aber zum Anlass gebracht, letztes Jahr das mit dem Zaun noch einmal richtig zu überdenken. Und wir haben jetzt inzwischen einen Zaun, wo wir das Jahr jetzt definitiv können sagen, da kommt kein Dachs mehr. Den musst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen runterbuddeln, oder? Ja, den machst du nicht nur Boden neben. Theoretisch müsstest du, aber es gibt auch eine andere Methode, indem du mit dem Zaun am Boden ein bisschen gegen vorne gehst und wenn er vor der Verbuddeln kommt, er zuerst auf den Zaun und wieder noch ein bisschen näher geht, dann zwackt es ihm einen rechten Stoss. Ich habe die Erfahrung, jetzt, ich bin ein bisschen eine Memme, was so Elektrozäune anbelangt. Ich habe nie getraut, dran zu legen. Jetzt ist es aber letzte Woche bei der Läsie, beim Hämmer eine Tür zugemacht und hat den Draht eingeklemmt und ich habe das nicht gecheckt. Und jetzt ist der ganze Zaun, wirklich der ganze Zaun, also um einen Hektar, knapp einen Hektar, unter Strom gestanden. Und ich wollte den Zaun auftun am nächsten Tag und jetzt hat man sich gefunden. Ich muss wirklich sagen, es ist brutal stark. Ja. Also nichts mit so ein bisschen dem Dach, so das Wildsäule, das sich ein bisschen dran füttelt und findet, das ist echt noch schön. So. Nein, so ist es nicht. Es tut. Und auf dieser Jobliste, die ich da angefertigt habe von dir, wo du gesagt hast, dass du eigentlich Haupterwerb ist quasi ist Fotografie. Genau. Das ist auch das, was du gelernt hast. Ja, genau. Das ist das Einzige, was ich wirklich gelernt habe. Du hast eine Lehre, dann nach dem Zwischenjahr auf dem Rebberg hast du nachher die Lehre als Fotograf. Genau, ich habe eine klassische Lehre gemacht, dazu hat das geheißen Fachfotograf. Das heisst, ich glaube, schon länger nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob es in dieser Form überhaupt noch gibt. Ich glaube, es ist nur noch Schulform, aber das bin ich jetzt nicht mehr so sicher. Ich habe selber Lehrling ausgebildet, aber dort hat es so noch gegeben. Vierjährige Lehre als Fotograf und dann eigentlich vom ersten Tag weg selbst. Ich habe mal noch ein Interview gehört von dir, im Fokus, wo du warst. Das ist möglich, ja. Und dort ist rausgekommen, dass du mal noch ein CD-Cover-Foto für Mother's Pride gemacht hast. Das ist aber noch viel früher. Das ist wertekannt, weil ich bin mit dem Tobi und mit dem Sammy von der Mother's Pride in die Schule. Also der Tobi ist in der Parallelklasse, der Sammy war bei mir in der Klasse. Und genauso wie ich das Gefühl hatte, die Welt wartet auf mich und meine Fotografie, haben der Tobi und der Sammy und dazu mal noch der Kuno, oder zwei Kunos sind es, glaube ich, sogar dazu mal, ein bisschen mehr berechtigt. Das Gefühl gehabt, die Welt wartet auf sie und auf ihre Musik. Mhm. Und das war natürlich eine gute Kombination gewesen, sprich, ich bin dann sozusagen der Bandfotograf gewesen, werden kann. Darum habe ich das Gefühl gehabt, du hast das Gefühl gehabt, genau.
Und dann ist aber dann tatsächlich so gewesen, dass deine Fotos, die du gemacht hast, auf positives Feedback gestoßen sind, weil du bist ja doch ziemlich ein bisschen rumgekommen. Ja, ja, ich habe, also die Idee ist auch dort wieder eine andere gewesen. Ich habe 4 Jahre in einem Studio für Werbefotografie gearbeitet und nicht, dass das jetzt total mühsam gewesen wäre, aber ich bin ja ursprünglich eher aus der Reportagefotografie gekommen und hatte auch richtig Lust gehabt, nach der Lehre dort wieder hin zurückzugehen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich will mein Leben nie mehr in einem Studio verbringen, aber ich habe schon, also mein Herz ist eher bei der Reportagefotografie gelegen. Und habe dann ganz viel Zeit und Energie investiert und bin viel unterwegs gewesen für Reportage. Mein ehemaliger Oberstift hat dann aber einen ganz tollen Raum gefunden, dazumal noch in Kriens, im ehemaligen Schappe-Areal, dort, wo jetzt das Schappe-Center steht. Genau, das schöne Schappe-Center steht. Das war eine ganz tolle Fabrik gewesen. Am ehesten vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Frigorex, wo wir nachher drin waren, was jetzt auch nicht, jetzt auch nicht ist. aber eigentlich noch viel toller, also wahnsinniger. Und er hat den Raum können mieten und einfach gefunden, ich muss den Raum haben, weil der ist einfach so schön und hat gefunden, machst du mit? Und kaum haben wir den Raum gehabt, haben wir dann gemerkt, eigentlich müssen wir den füllen, ein bisschen mit Material, und weil der so gross ist, mit viel Material. Und dann, wo wir das Material kennen, haben wir gesagt, eigentlich müssten wir fotografieren mit dem Zeug. Und dann sind die ersten Kunden dazugekommen und dann ist dann ganz schnell ein recht grosses und fitte Struktur entstanden, die hat Fabrikstudios geheissen. Und die hat uns dann 15 Jahre begleitet. Mhm. Mit Studios in der Schweiz und in den USA. Genau. Wenn du sagst Reportagefotografie, wie definiert sich Reportagefotografie? Also ich würde jetzt eher sagen, einfach erzählerische Fotografie. Also das ist ein weites Feld. Also Porträtfotografie geht für mich im weitesten Sinn eigentlich auch, wenn sie den erzählerischen Anspruch hat, auch unter Reportagefotografie. Also einfach eine Fotografie, die eine Geschichte erzählt. Mhm. Das ist das, wo ich dann auch nach diesen 15 Jahren Fabrikstudios einfach wieder gemerkt habe, dass mir das fehlt. Fehlt in der Werbefotografie, dass ich habe Lust auf Geschichten. Mhm. Und die Geschichten zu erzählen. Und das ist halt in der Reportage möglich. Und die Fotografie ist ein wunderbares Transportmittel für das. Es gibt andere, Kulinarik ist genauso ein gutes Transportmittel für Geschichten zu erzählen. Aber dort war halt einfach die Fotografie. Mhm. Genau. Inwiefern hat sich dein Job verändert in den letzten Jahren? Ich stelle mir vor, wo du angefangen hast, dann ist es erheblich schwieriger gewesen, als heute ein Foto zu machen. Ja, nicht schwieriger, aber einfach anders. Also sagen wir es so, ich habe natürlich oder komplett... Sagen wir so, es ist weniger zugänglich gewesen für jeden. Absolut. Das hat Kostengründe gehabt. Mhm. Es ist, ich habe natürlich komplett analog angefangen. Ich habe auch komplett analog gelernt. Ich mag mich erinnern, dass mir im letzten Lehrjahr ist das so langsam ein Thema wurde. Ist das umgegeistert von wegen digitaler Fotografie? Man hat sich das überhaupt noch nicht vorstellen. Das war 1993 so. Und ich mag mich erinnern, dass ich etwa eine Woche nach meiner Lehrabschlussprüfung, also 94, Sommer 94, hat es einen Workshop von einem Hersteller gegeben. Beim Studio von meinem Lehrmeister zum Thema digitale Fotografie, wo die ersten Systeme vorgestellt worden sind. Und ich meine, wir haben uns tot gelacht, weil einfach die Systeme sind gross und unhandlich. Und also eigentlich wie wenn man eine Kamera nimmt und hinten einen Scanner reinhängt. Mhm. Und dann hat das Bild abgetastet. Das heisst, wenn sich nur etwas klein bewegt hat, ist das für nichts. Mhm. Und auch die Qualität ist eher so ein bisschen, ja. Und man hat das Gefühl, das geht noch ewig. Und es ist aber nicht ewig gegangen, es ist recht schnell dann plötzlich gegangen. Mhm. Und dann sind zu Ende 90er Jahre sind die ersten richtig guten Systeme im Kleinbildbereich, also eben so die ersten Nikons sind es gewesen, in Zusammenarbeit mit der Kodak damals noch. Kodak war eigentlich verantwortlich gewesen für die ersten richtig guten Sensoren. Was dann aber auch ihr Todesurteil war. Was ihr Todesurteil war, auch an andere Gründe hat das auch noch gehabt. Und wo wir analog angefangen haben, hat das natürlich bedeutet, dass wenn du ein Studio hast, dann kostet ein Arbeitsplatz, sagen wir 100'000 Stutz.
Und das ist nicht das Problem. Du musst Know-how haben, den Arbeitsplatz zu bedienen. Das war eine Fachkamera. So die schönen Dinger mit den Handörgeli-Belgen dazwischen. Das braucht ein gewisses Know-how. Und das ist eigentlich nur vermittelbar gewesen, eben über eine Lehre oder über eine Ausbildung in einer Schule. Für Quereinsteiger wahnsinnig schwierig. Mhm. Quereinsteiger hat es in dieser Phase schon auch gegeben. Aber das sind eben in erster Linie Reportagefotografen gewesen, eben auch Kleinbildkamera, erschwinglich. Wo sich ganz schnell weiterbilden. Mit der Modefotografie hat es immer Quereinsteiger gegeben, weil dort ist auch eben, das ist ein erzählerischer Moment und auch das Verständnis für die Mode eigentlich fast wichtiger als die Fotografie selber. Aber so in der klassischen Studienfotografie hat es das nicht gegeben. Also Quereinsteiger praktisch nicht. Und das hat einem im März natürlich eine andere Sicherheit gegeben. Wo die digitalen Systeme gekommen sind, die sind am Anfang auch noch sehr studiolastig und sehr träge, hat man das auch noch nicht so gemerkt, die Veränderung im März. Aber ich hätte es gesagt, so von Mitte Nullerjahre weg, wo dann wirklich die digitale Fotografie zum Alltag geworden ist und vor allem finanzierbar für auch Amateure oder halt ambitionierte Amateure oder potenzielle Quereinsteiger, das hat sich den März massiv verändert. Es ist alles schneller geworden, weil das, also meine, wenn wir im Studio eine Aufnahme gemacht haben, ich sage jetzt für einen Getränkehersteller, dann haben wir einen Tag lang an dieser Aufnahme gearbeitet und am Abend haben wir das Filmmaterial in Schachteln wieder verpackt und haben es auf unser Bild gebracht. Dazumal jetzt, dort war das nächste Labor. Die haben das innerhalb von eineinhalb Stunden haben die das entwickelt und dann konnte ich das anschauen und dann haben wir erst abgebaut. Oder wir haben es sogar einem Kunden geschickt. Oder der Kunde ist ins Studio gekommen, hat es zusammen angeschaut und hat mir vielleicht eine Korrektur gemacht und am nächsten Tag weitergearbeitet. Das war unser Arbeitsalltag. Und das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem digitalen Arbeitsalltag. Das heisst jetzt aber auch nicht, dass ich dann am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich besorge mir eine Tiefkühltruhe und rühre dort 3000 Filme rein, weil ich das immer und mein Leben lang. Und also das ist relativ schnell gegangen, wo man gemerkt hat, es ist eigentlich auch noch lesen, wenn einem am Abend nicht mehr die Finger von der Chemie stinken. So. Aber für den Arbeitsalltag hat das natürlich bedeutet, dass der Preisdruck ist höher wurde. Weil der Kunde hat natürlich das Gefühl, ja, das ist ja alles rum, das kostet ja nichts. Das ist ja, wie man gesagt hat, ja gut, vielleicht muss ich noch etwas an dieser Datei machen, das so gratis ist das nicht. Und jemand muss mir ja auch die Investitionen zahlen. Dazumal hat ein Studio eine Kamera, ein Arbeitsplatz von einer digitalen Sinar inklusive Kompi und dort ein paar fette Kabel, die es braucht, das hat gegen die 100'000 Franken gekostet. Und irgendjemand muss ja das amortisieren. Es hat sehr schnell schon das Verständnis gefehlt auf Seiten Kunden für das, dass das Geld kostet. Und inzwischen ist das Verständnis eigentlich gar nicht vorhanden. Also die Datei ist eigentlich gratis. Aber genau. Also und das hat natürlich den Markt schon in eine Richtung verändert. Wo ich jetzt froh bin, habe ich nicht mehr so viel mit dem zu tun. Mhm. Der Preisdruck ist riesig geworden und das Verständnis für den Aufwand auch nicht mehr so da. Und ja, irgendwann muss ich sagen, ja gut, wenn man fachlich den Unterschied nicht wahrnimmt zwischen dem, was ich mache und dem, was jemand macht, der vielleicht jetzt ein bisschen weniger Erfahrung hat und das ein bisschen unsauberer macht, wenn man den Unterschied nicht sieht, ja, dann hat der Kunde die bessere Arbeit eigentlich auch gar nicht nötig und nicht verdient. Also dann braucht es mich wahrscheinlich nicht oder nicht mehr. Und das ist einfach eine Tatsache, der muss man in die Augen schauen. Und dann halt vielleicht in die Gastronomie einsteigen. Und was, noch weniger was macht das mit dir? Also weißt du, lässt dich das eher ein bisschen resignieren oder pusht dich das, zum sagen, okay, und jetzt erst recht, jetzt mache ich... Oder lässt dich das nicht kalt? Nein, es ist wie, es ist einfach eine Tatsache. Mhm. Und es ist... ich habe jetzt glücklicherweise meinen Weg mit dem gefunden, dass ich irgendwann an diesem Buchprojekt arbeiten habe. Und in diesem Buchprojekt bin ich mein Kunde. Und ich setze fest, wie hoch der Qualitätsstandard ist. Und der Einzige, den ich streiten mit dem, ob das gut ist oder nicht, oder ob das schon reicht oder nicht, das bin ich. Und das ist ein relativ hohe Hürde. Ich setze mir dort einen höheren Anspruch und dann kann ich dem gerecht werden, solange ich will. Ich habe jetzt einfach die Fotografie in einen Bereich verleiht, wo ich die größere Selbstbestimmung habe, wie jetzt im kommerziellen Bereich, und mir mit dem eigentlich die Freude erhalten. Und
gehe dem kommerziellen Druck, der immer grösser wird, gehe dem ein bisschen aus dem Weg. Mhm. Auch weil ich gemerkt habe, dass es, ich habe das ganz lang gemacht, also das sind jetzt fast 30 Jahre, und ich habe das immer sehr gerne gemacht. Und es kann auch eine Veränderung geben. Also, eben, ich habe Lust auf ganz viel anderes. Also, ich kann mir ganz viel vorstellen. Und ich mache das nach wie vor gerne, aber ich hänge an nichts so, dass ich sage, ja, es könnte auch etwas anderes sein. Mich tut es mehr auch für junge Fotografinnen und Fotografen, und ich sehe, wie schwierig das zum Teil ist, wie sie vom Markt ausgesucht werden, wie die Akzeptanz fehlt für saubere Arbeit. Und so. Das tut mich mehr für die, die ich vielleicht noch kenne als Assistentinnen und Assistenten von mir. Und so. Das mag mich manchmal schon ein bisschen, wo ich merke, oh, habe ich Glück gehabt. Mhm. Ich habe wirklich, glaube ich, wirklich eine gute Phase verwünscht. Eine spannende, mit dieser Wechselung auf digital, trotzdem noch analog lernen können. Also ich bin eigentlich zufrieden. Als besser hätte es jetzt nicht können laufen. Und darum habe ich auch nicht so Mühe, mich zu verändern. Das mache ich jetzt seit 10 Jahren laufend. Also ich erfinde mich ja laufend wieder neu. Und wenn die Fotografie da drinnen zwischendurch einen Platz hat, schön, und sonst halt nicht. Das haben wir im Vorgespräch auch ein bisschen angesprochen, dass der Drang auf, du machst ja viel verschiedene Sachen, und du hast auch keine Mühe damit, wie du sagst, halt mal etwas abzuschliessen und dann etwas Neues anzufangen. Von wo kommt das? Also ich weiss von meinen Eltern, dass es recht schwierig war mit mir, weil mich einfach zu viele verschiedene Sachen interessiert haben. Mhm. Und danach hat es immer geheißen, ja, das macht er das, aber eine Woche später macht er es nicht mehr. Und dann macht er das, und 2 Wochen später macht er das nicht mehr. Und die Kamera, die ich in die Hand bekommen habe, war tatsächlich das erste, die ich lange nicht mehr aus der Hand gelegt habe. Mhm. Und seit ich die Kamera wieder ein bisschen mehr aus der Hand lege, kommt wahrscheinlich wieder diese Phase hinterführen, dass ich einfach Lust habe, viel zu sehen. Und es gibt einfach ganz viele Sachen, die mich interessieren. Und wenn ich für so etwas angefragt werde, dann probiere ich es. Mhm. In aller Regel. Also, ja, doch. Dann, aber es geht um Neugier, glaube ich. Und ich habe gerne Menschen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, denen irgendwie zu begegnen in meiner Arbeit, super. Und Ängste oder Zweifel oder Unsicherheit, das sind Sachen, die du nicht so kennst. Doch. Ich habe das Gefühl, das hält doch vielleicht die einen oder der andere davon ab, zu sagen, es wäre zwar noch, das habe ich schon lange im Kopf, aber trotzdem mit Job, jetzt mache ich das schon lange und bin in einer Position, weißt du, wo. Also ich habe das. Ich merke schon, seit ich mich so diversifiziert habe, ist das Phänomen zurückgekommen, das ich eigentlich nur kenne aus meinen ganz frühen Anfängen, also mit 20, 21, 22, als ich mich selbstständig gemacht habe und wirklich nach der Decke musste strecken und nicht sicher war, ob ich das überhaupt schaffe, wirtschaftlich. Also ob ich vielleicht noch zu essen habe. Mhm. Natürlich ist es ja schon so, wir sind ja in einem extrem behüteten Umfeld hier. Also richtig viel passieren kann uns eigentlich nicht. Aber trotzdem mag es einem, und trotzdem gibt es schlaflose Nächte, mehr als eine. Und dass das lähmt, das ist auch klar. Und seit ich wieder ganz viele verschiedene Sachen mache, die mich eigentlich fachlich überfordern, ist das schon ein bisschen zurückgekommen. Also das ist schon nicht so, dass ich gar keine Zweifel habe. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Mhm. Und das gibt es auch tatsächlich jetzt noch. Oder eben vielleicht wieder, dass ich mal nicht so gut schlafe. Mhm. Wir sind jetzt gerade an einem Projekt dran, das ist aber nicht spruchreif, wo ich gemerkt habe, dass mag mich gerade so im Moment. Aber ich habe etwas entwickelt, das habe ich tatsächlich mit 20, 22, vielleicht auch müssen, im Selbstschutz entwickeln, ist, dass ich weiss, was ich mit schlaflosen Nächten mache. Sauerteigbrot. Das wäre eine gute Idee. Ich könnte das kombinieren. Ja. Das mache ich. Ja, das wäre wirklich ein schöner Ansatz. Aber das Problem ist, ich müsste es dann vorher schon wissen, weil der erste Schritt müsste schon gemacht sein. Nein, das ist nicht gut. Aber nein, ich
Ich denke da tatsächlich dran herum. Mhm. Aber ich habe gelernt, in meinen Ideenfindungen oder im Problemwälzen, wie ganz viele Schritte zurückzugehen. Und das hat einfach für mich funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel ein akutes Problem habe im Kopf, das ich da herumwälze, dann versuche ich nicht bei dem zu bleiben, sondern versuche mir zu überlegen, wie viele Schritte kann ich jetzt zurückgehen in dieser Problemsituation. Also was war, wie hat die Situation ausgesehen, bevor das Problem entstanden ist? Wie war die Situation und wie war sie noch einmal vorher? Wie hat sich das entwickelt? Und indem ich zurückgehe, komme ich vielleicht auf ganz neue Ansätze. Mhm. Aber ich finde, okay, wenn ich jetzt in dem Moment das anders gemacht hätte und in die Richtung gegangen wäre, was wäre dann passiert? Mhm. Weil dann habe ich die Option, nicht müssen, die Lösung zu finden für den Punkt, wo ich dran bin, sondern wo es eigentlich hätte können hingehen. Mhm. Und dann gehe ich nachher halt ganz real zwei Schritte zurück. Mhm. Also das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr viel nützt. Und dann habe ich auch gelernt, wenn ich nicht schlafen kann, dann stehe ich auf. Und dann machst du etwas. Und dann hocke ich an den Kompi oder einen Schreibtisch und mache etwas. Mhm. Und dann habe ich das grosse Glück, dass ich dadurch immer schon ganz, ganz viel verschiedenes Zeug gemacht habe, auch als wirklich kleiner Bub, der mich zum Teil total überfordert hat. Ich habe sehr früh von meinen Eltern ein Grundvertrauen geschenkt bekommen, wo ich gemerkt habe, es geht nicht in die Hose. Mhm. Das geht schon irgendwie gut. Das kommt schon gut. Das kommt immer irgendwie gut. Und das begleitet mich seit ich 5 bin. Und das hilft sicher auch. Aber ich glaube nicht, dass man, also ohne schlaflose Nacht geht es wahrscheinlich nicht. Mhm. Und gibt es trotzdem Projekte, die du angefangen hast oder gemacht hast, wo du im Nachhinein, oder wo du sogar irgendwie sogar abgebrochen hast, weil du gemerkt hast, ah, das funktioniert jetzt tatsächlich nicht und ich glaube, wenn ich da weiterhin das verfolge, dann vielleicht doch nicht gut. Das ist auch eine Fähigkeit, ja, können zu sagen, nein, schau, das ist es ja, das nicht. Doch, das kann... Das passiert aber meistens recht schnell. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, ich glaube, wenn ich eingestiegen bin, dann habe ich schon viel, dann bin ich wahrscheinlich schon so viele Schritte weiter, dass ich eigentlich dann nicht mehr abbreche. Aber es kann sein, dass ich in der ersten Phase etwas verrühre. Doch. Mhm. Das ist, finde ich, auch wichtig. Also das gibt schon so, es gibt so die Findungsphase, sage ich dem, wo ich auch noch ganz viel offen lasse. Und wo ich dann versuche, möglichst unverbindlich an etwas im Draht zu sein, um auch wirklich zu merken, ist mein Platz da oder nicht? Mhm. Und wenn er ist, wie und wo? Mhm. Das finde ich schon wichtig. Also ich glaube nicht, ich bin nicht jemand, der sich in etwas einstürzt und eine klare Idee gerade von Anfang an. Das ist etwas, wo ich versuche, oder wenn ich es habe, versuche ich mich selber ein bisschen zurückzunehmen, weil ich nicht an das glaube. Ich glaube schon, dass man sich manchmal auch ein bisschen Zeit geben muss. Mhm. Vielleicht kommt man dann zur ersten Idee zurück. Das ist alles möglich. Bedarf aber auch schon recht eine hohe Selbstkompetenz, oder, dass du, oder ein gutes Selbstbild, dass du weißt, was kann ich und was kann ich vielleicht ja, weniger gut. Das ist und extrem was passt zu mir, was passiert. Genau, und es geht auch um das, dass man vor allem merkt, was man nicht kann. Mhm. Und das ist ja genau die Motivation. Also weil das, was ich nicht kann, das muss ich ja irgendwie entweder lehren, das geht aber in der Regel nicht, weil innerhalb von so kurzer Frist kann ich das nicht lehren. Das heisst, ein ganz einfaches Beispiel, ich habe vor 2 Jahren bin ich angefragt worden für ein Bühnenbild an der Oper in Freiburg im Breisgau für Pelléas und Mélisande. Wunderbare Oper vom Debussy. Und ich habe eine alte Vergangenheit mit dem Theater, aber ich bin kein Bühnenbildner. Ich habe ein visuelles Verständnis, ich habe, glaube ich, ich habe erzählerisches Talent, das weiß ich, aber ich bin kein Bühnenbildner. Und jetzt kann ich ja nicht einfach sagen, ja, ich mache das und ich lehre innerhalb von 2 Monaten, wie man ein Bühnenbild macht. Das geht wie nicht. Mhm. Das heisst, ich konzentriere mich auf das, dass ich weiss, in Setting der Projekt, ich übernehme die Aufgabe von der Aussenansicht. Also ich bin genau wie in der Beiz, wo ich eigentlich der erste Gast bin. Und ich stelle mir vor, was hätte ich jetzt gern, wenn ich Gast wäre. Mhm.
stelle ich mir vor, was würde ich jetzt gerne sehen, wenn ich in dieser Oper sitze. Und jetzt kommt das wichtigste Talent, wo man dann glaubt, muss haben, das weiss ich, das habe ich, man muss können abgeben. Und man muss können in diesen Leuten, die Talente haben, die man selber nicht hat, denen können vertrauen. Und die mit ins Boot nehmen. Mhm. Das ist der einzige Punkt. Das ist, und das weiss ich, das kann ich. Das ist auch gar nicht so einfach, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Also nur schon, wenn es zum Beispiel ums Filmen geht. Ich glaube, ich kann nicht Mühe damit, tatsächlich abzugeben. Und Leute vertrauen ist auch kein Problem. Es interessiert mich nur so viel. Ja. Ich würde es mega gerne einfach selber machen, aus Interesse. Ja, aber das kenne ich sehr gut. Mhm. Ich mache ja möglichst viel selber. Aber da muss ich dir sagen, für das ist das Leben zu kurz. Mhm. Und wenn ich das ausprobieren will, dann muss ich auch jemanden haben, der mir das nicht nur lehrt, sondern der mich auch darin unterstützt, damit das Bühnenbild auch schlussendlich steht. Und es ist gestanden. Also das ist, und das ist, finde ich, eigentlich noch, das bringt mir eigentlich noch fast das grössere Glücksgefühl, weder wenn ich jetzt das selber würde hinwurgeln. Weil ich wie merke, dass man es geschafft hat, eine Teamstruktur aufrechtzuerhalten, dass man tatsächlich sich richtig eingeschätzt hat, was man kann innerhalb von so einem Konstrukt und was nicht. Weil ich weiss, dass ich gewisse Sachen kann für so ein Bühnenbild, wo vielleicht eben die wirklich nicht können oder nicht mehr können oder auch ihre fachlichen Verblendung gar nicht mehr sehen. Aber ich wäre der Dümmste, was es gibt, wenn ich mich nicht würde auf das verlassen, was sie wirklich können, was ich einfach tatsächlich nicht kann. Und ich glaube, dort liegt das Geheimnis von gut realisierten Projekten, dass man halt einfach allen in ihren Spielraum lässt, eine klare Idee hat, wo man sagt, müsste es für mich hingehen und was können wir jetzt, wie können wir das realisieren? Mhm. Wer braucht es für das alles? Und wer kann mich dort unterstützen und wer kann mir dort Fallstricke aufzeigen? Und wer bringt dort Lösungen, wo ich vielleicht nicht drauf kommen würde, aber immer noch innerhalb von einem visuellen Konzept, wo ich dahinter stehe. Und das ist ja spannend. Und ich glaube, das habe ich in den letzten 10 Jahren wirklich gelernt. Dass man sich auf Leute verlassen und stützen muss. In der Beiz ist das übrigens genau das Gleiche. Also ist wirklich, in der Beiz ist es sogar noch extrem. Und in der Beiz ist es jeden Tag so. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo. Also es ist wahrscheinlich wirklich überall. Es ist überall so. Es geht um das, dass man eine klare Idee hat, die ich kommunizieren kann. Das ist, wenn du mich fragst, was ist deine Aufgabe in dieser Jazzkantine? Ich glaube, tatsächlich ist das meine Aufgabe. Alles andere sind Nebengeräusche. Das kann ich auch sagen. Also, ich habe eine klare Idee, was ich dort möchte haben. Ich bin der erste Gast. Und der Gast kann jetzt sagen, ich habe Lust, dass in dieser Beiz das so und so und so läuft. Und ich habe Lust, dass da innen die Leute zufrieden sind, die mich bedienen. Und dass ich spüre, dass die es gut miteinander haben. Und dass die mir eine gute Geschichte erzählen können zu den Produkten, die ich im Teller habe, zu dem Produkt, das ich im Glas habe. Dass ich da gerne wiederkomme, dass ich da eine Familie finde. Und alles so Sachen, das gehört so zu der Idee von dieser Jazzkantine. Dass ich etwas erlebe und zufrieden gehe, aber trotzdem nicht Erlebnisgastronomie vor mir habe. Es macht mir niemand gelungen, da drinnen. Das ist meine zweite Stube, aber auf höherem Niveau. Das sage ich als erster Gast. Und jetzt kommt es darauf ab, dass ich die Idee kommunizieren kann und dass ich die Leute mitziehen kann und ihnen dort und ihre Rollen dort wahrnehmen kann, wo sie ihre wirklichen Stärken haben. Und ich glaube, das merken wir bei uns, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben untereinander. Also es ist ja peinlich, wenn ich sehe, wie viel von unseren Gästen eigentlich unsere Mitarbeiter sind. Nein, also es ist ja total schön, wenn wir Anlässe machen, dann gibt es immer, also fast immer auch einen Tisch, wo Mitarbeiter sitzen, weil sie einfach gerne sie sind auch als Gäste gerne bei uns. Und ich glaube, dann ist viel richtig gelaufen. Und um das geht es, glaube ich, überall, dass man wie das sind auch die Sachen, die mich interessieren. Mich interessieren Ideen, Strukturen und Geschichten. Und das
innerhalb von einem Gastro-Konzept oder innerhalb von einem Bühnenbild oder innerhalb von einem Buch. Dort sind Bücher eben auch total spannend. Man kann nicht allein Bücher machen, das geht nicht. Mhm. Es braucht jemanden, der gestaltet. Es braucht jemanden, der, wenn ich fotografiere, der erzählt. Es braucht ganz viele Leute, wo man kann für eine gleiche Idee begeistern. Mhm. Und es wird erst dann gut, wenn jeder seine Rolle auch ausführen kann. Wenn ich die ganze Zeit in der Gestalterin sage, ja, aber jetzt dort unten rechts, ist nicht irgendwie mit der... könnte man da nicht... probier mal da, ja, wie heisst die Schrift da? Also, das ist der Albtraum. Ja. Das kennt ja jeder aus der Kundensituation. Das ist ein Albtraum. Und die Kunden... Oder ich jetzt als Mitarbeitende in so einem Buchprojekt, ich tue mir mit dem keinen Gefallen, weil ich mache das Projekt schlechter. Ich muss dieser Person können vertrauen. Natürlich gibt es manchmal Situationen, wo man merkt, oh, das ist aber meistens Kommunikationsfehler. Ich finde, das Bild hätte ich jetzt wirklich lieber weniger angeschnitten, weil wegen dem und dem und dem. Aber das weiß die Person vielleicht gar nicht. Dann muss ich das der jetzt erst erklären. Und vielleicht hat die Person dann auch eine gute Antwort, wieso es genau so gemacht hat. Ja. Und dann bin ich der Erste, der sagt, ja, ist gut. Also ich glaube, das ist etwas, wo auch dort beim Büchermachen, ich weiß, ich kann schon abgeben. Und das geht nicht anders. Ich habe immer mit Projekten zu tun gehabt, wo man muss können abgeben. Und wenn man das nicht kann, dann macht man vielleicht ein Buch oder zwei Bücher, aber sicher nicht 20. Ja, und ich denke, deine Art und Weise, wie du Sachen machst, gibt dir ja recht, weil du machst es ja schon lang und auch erfolgreich in all diesen Bereichen, was du machst. Nein, ich weiss einfach, dass es mir andersrum nicht gut tun würde. Ob mir das recht gibt, weiss ich nicht, aber ich glaube, es tut mir so gut. Oder es funktioniert so für mich und alles andere. Ja, vielleicht kann man es schon auch anders machen, aber das wäre jetzt nicht so meins. Wir kommen langsam schon zum Ende. Ich muss ganz schnell die Kamera ein bisschen dünker einstellen, weil ich sehe, ihr zündet so richtig ins Gesicht rein. Der letzte Sommerabend. Also, wie wir es erst mal hier aufzeichnen, sehe ich, da hat es noch Verbesserungspotenzial. Der Vorgang müsste nämlich eigentlich dort hin sein. Arbeiten, genau. Oder der Zeitpunkt. Oder der Zeitpunkt, genau. was steht da in nächster Zeit? Projektabschluss oder Projektstart? Genau, nein, ein Abschluss. Der ist jetzt im Gang, ein Buch. Ich habe jetzt seit längerem kein Buch mehr gemacht. Also seit 3-4 Jahren. Und jetzt kommt der Band 4 in der Reihe vom kulinarischen Erbe der Alpen raus. Und zwar ist das Buch nur über Honig im Alpenraum zwischen Slowenien und Südfrankreich. Und ich trotz Corona versucht habe zu bereisen in den letzten 1,5 Jahren. Ich bin sozusagen ein durchtestender Fotograf. Das ist ein Projektabschluss. Ich lebe seit einem Jahr Halbzeit in Tessin. Und pflanze dort den nächsten Frühling Reben an, wenn bis dort alles klappt mit der Bewilligung. Das wäre ein Projektanfang. Und dann haben Mario und ich noch so 2-3 Ideen, die sich davon konkretisieren, wo man wird hören. Wo aber wahrscheinlich auch mit Gaumen und Magen zu tun hat. Absolut, ja. Genau. Und dort sind wir jetzt. Das sind die schlaflosen Nächte. Es ist spannend, wenn man will, dranbleiben will, was du machst. Wo findet man Infos über dich? Also, wenn es einem interessiert, wie man Wein macht, wie man es eigentlich nicht kann, dann geht man unter sescloses.com mit Bindestrich dazwischen. Wenn man mehr von meiner Arbeit, die ich als Fotograf war, dann findet man das unter www.silvanmüller.ch, alles aneinander. Und Silvan mit Y. Und Müller mit UE. wenn man etwas möchte erfahren über meine kulinarischen Affinitäten, dann gibt es das Einfachste, man geht in die Jazzkantine. An der Grabenstrasse 8 in Luzern. Super. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du da vorbeigekommen bist, für das spannende Gespräch. Danke. Ich hoffe, euch hat es auch interessiert und vielleicht angeregt oder vielleicht Hunger gemacht. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei wärt. Nächsten Mittwoch. Bis dort wünsche ich euch allen eine gute Zeit und dir ebenfalls. Vielen Danke Dank. Vielmals. Schönen Abend. Ciao zusammen.
Cut.